Der Dämon, der mich jagt, der nennt sich Angst, den kennst du auch. Und wenn du denkst, du bist ihn los, dann kommt er raus und frisst dich auf. Er sagt dir Dinge, die du glaubst, und du kriegst Zweifel und gibst auf, weil er dich zwingt und sagt, du kannst nicht, bis du dich wirklich nicht mehr traust. Und ich schwör manchmal, seine Stimme so laut, dass ich vergesse, wer ich bin und mir selbst nicht mehr vertraue. Da muss ich raus, da muss ich weg, such nach nem Sinn, such nach nem Zweck. Aber die Angst hält mich nur weiter versteckt. Ich bin müde, ich hab so viel versucht. Man wächst mit seinen Problemen, aber langsam ist gut. Und ich denk, ich versteh, ist schon okay. Aber wenn's okay ist, wieso tut's dann weh? Kommt er mich holen, ist es zu spät? Monster unterm Bett ist dein Feind oder Freund. Es verschwindet niemals ganz aus dem Bild. Und wenn du denkst, du bist safe und hast alles im Griff, pass lieber auf, sonst solltest du dich zurück. Monster unterm Bett ist dein Feind oder Freund. Es verschwindet niemals ganz aus dem Bild. Und wenn du denkst, du bist safe und hast alles im Griff, pass lieber auf, sonst solltest du dich zurück. Sie erscheinen, wenn du es nicht erwartest, und immer in einem anderen Gewand als davor. Sie sehen in dein Herz, sehen darin Ängste und flüstern ihren Sirenengesang in dein Ohr. Ich glaub, die Wände reden. Ein dunkler Schatten lauert unter meinem Bett, bereit für den Moment, wenn ich mich zu weit aus dem Fenster lehne. Ich move bedacht, denn ich kenn die Konsequenz. Doch bei aller Umsicht bin ich letzten Endes nur ein Mensch. Und ich mach Fehler, zeig Schwäche. Das Leben ist kein Zölibat, noch kann es jemand einengen. Und jeder Fehltritt ebnet den Abweg, und an der nächsten Abzweigung steht er und wartet. Und dann ergreift er von einem Besitz, und man vergisst, wer man eigentlich ist. Und man fragt sich, was ist nur in mich gefahren? Man ist in zwei, doch nur einer zieht die Spuren durch den Sand. Manche kämpfen bis zum Tode mit ihnen, andere fügen sich und leben in Symbiose mit ihnen. Doch egal wie du entscheidest und wie sehr er dich verbiegt, egal wie sehr er dich verschwendet, deine Seele kriegt er nie. Das Monster unterm Bett ist dein Feind oder Freund. Es verschwindet niemals ganz aus dem Bild. Und wenn du denkst, du bist safe und hast alles im Griff, pass lieber auf, sonst holst du dich zurück. Das Monster unterm Bett ist dein Feind oder Freund. Es verschwindet niemals ganz aus dem Bild. Und wenn du denkst, du bist safe und hast alles im Griff, pass lieber auf, sonst holt es dich zurück.